Ja, das ist mal ein bewegender Moment. Wir sind bei Klaus Hühnerkopf und ein neuer Empire Liner wird zum allerersten Mal von seinem Besitzer begutachtet. Ja, und er kennt sich schon ein bisschen aus, hatte vorher Niesmann Bischof und jetzt ein Empire Liner. Man kann jetzt ein Auto hinten reinparken. Hallo. Hallo. Kann sich mal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Udo Sattler. Ich komme aus Hornburg. Ja, das liegt wo ungefähr? Das liegt am Nordharz, Goslar, Wolfenbüttel. Ne? Ist gar nicht so weit weg, oder? Naja, es geht. Ne? Ja, 2 Stunden fährt mal gut. Ja, jetzt wird hier einiges gemacht. Ihr seht heute das Auto zum ersten Mal, gell? Ja, gerade vor 10 Minuten. Ne? Was ist das für ein Feeling? Ja, toll. Man freut sich. Ne? Ich habe ja lange darauf warten müssen. Ne? Also, ja, du hast einen Führerschein extra gemacht, oder? Für den? Ja, habe ich gemacht, ja. War das schwer? Ja, man muss ein bisschen was tun. Ne? Ja, ich war der älteste Fahrschüler. Ne? Ich bin 71. Ne? Ach, wie alt bist du? 71. 71? Ja. Siehst du aber noch gut aus. Ja, danke schön. Gerne. Ja, das ist was Tolles. Das ist eine Eigentumswohnung auf Rädern quasi. Ja, kann man so sagen, ja. Ja, ich hatte vorher einen Betrieb und den habe ich verkauft vor einem Jahr. Und jetzt beginnt natürlich die schöne Zeit. Freizeit. Und da haben wir gedacht, wir reisen. Ne? Und da ist das Auto genau das Richtige. Ne? Jetzt mal eine Frage, die Entscheidung zum Morello. Sind die schön optisch auch? Busmäßig? Ich würde sagen schon. Ne? Es ist eine gewisse Schlichtheit in der Linienführung. Ne? Klassisch, oder? Ja. Ich sag mal so in einer Riege so ein bisschen mit Braun und Dual, so ein kleines bisschen vom Design her. Das heißt, man ist unglaublich zurückhaltend, man sieht keine Knöpfe hier aus, oder? Ja, das fand ich schön. Ich bin das gewohnt von dem Vorgänger. Wir hatten 4 Jahre einen Flair und das war eigentlich auch das Entscheidende. Da wollte ich auch die glatte Front haben mit den Klappen hier. Ne? Sonst wäre ich auch mit dem Palace zufrieden gewesen. Ne? Ja, ich hoffe, du hast mein Video gesehen aus dem Werk. Ich habe auf YouTube ja so eine Werksführung, wie die gebaut werden, gemacht. Einige gesehen von dir, ja. Und hier steht da jetzt, du hast dir die Schienen nicht fest einbauen lassen, denn hier kommt ein Schlitten rein, gell? Richtig, weil wir ja auch die Fahrräder mitnehmen wollen, ne? Und so ein bisschen Firlefanz noch verbauen wollen, also die Sessel und den Tisch. Ne? Und es wird ja problematisch. Also für mich war wichtig, dass ich nicht deutlich über 10 Meter gelange. Ne? Und wir haben einen kleinen Smart, der passt da gut hinten rein. Und das ist ja sonst ein Problem, wenn du die Räder seitlich befestigen willst. Ne? Das wird schwierig. Ne? Ich hab jemanden, der macht das so, der muss immer die Luken an der Seite öffnen, dann fährt man nicht mehr so gerne rein und raus. Das ist dann eine Frage der Bequemlichkeit so ein bisschen. Oder? Ja. Und mit der Plattform, da habe ich zufällig auf einer Messe in Hannover den Klaus Hühnerkopf getroffen. Ne? Und na gut, die kosten ein bisschen was, die Plattform. Der Vorteil ist auch, wenn man später nochmal, ich sag mal, wieder entsprechend veräußern sollte, man kriegt das Geld ja immer wieder zurück, dass das coole Leute suchen ja sowas. Ich denke schon. Ne? Auch hier der Vorgänger, also ich bin zufrieden gewesen mit dem Entzahlungsnahmepreis. Und die Entscheidung zu was anderem ist natürlich am Gardasee gefallen vor einem Jahr. Da hatten wir 4 Wochen nur Regen. Ne? Wir waren im Oktober, November oben. Achso, ihr musstet denn viel drinnen verbringen? Ja, das war furchtbar. Ne? Und wir haben auch nur mit Schwierigkeiten mal einen Mietwagen bekommen. Ne? Und das habe ich gesagt, jetzt habe ich die Faxendecke. Und jetzt kaufen wir uns ein Auto, wo ein kleines Auto reinpasst. Ne? So, wenn du mal kurz mitkommst. Das war so, du hast das hier gesehen. Ich nehme an, du hast das Fahrzeug ja auf einer Messe schon mal gesehen. Du warst vielleicht schon mal drin. Ja. So, aber jetzt, wenn man das so live sieht, man geht so das erste Mal die Treppen hoch. Der Mann von Klaus Hühnerkopf ist ja jetzt da. Dann sieht man das Auto. Es dauert ja noch ein bisschen, bis die Plattform drin ist, oder? Ja. Aber ich will ihn ohnehin erst im nächsten Jahr zulassen. Ne? Also das ist wichtig, damit im Brief dann 21 steht, gell? Richtig. Meiner wird am 5. wird er zugelassen, damit 21 drin steht. Ja, genau. Ist zwar nur 4 Wochen, aber es ist dann kein 20er mehr. Ja, so ist es, ja. Also schon allein der Einstieg finde ich doch spitze hier. Warte, ich zeig das mal. Ist solide, ne? Ist echt solide. Kommst gut rein, ne? Der Einstieg ist auch breit, ne? Ich bin ja nicht der Schmalste. Ne? Ihr habt einen Staubsauger. Ja, genau. Da ist der zentrale Staubsaugeranschluss. Ja, du schleppst ja dauernd Dreck rein, ne? Und das hat mich immer genervt, da den Akkusauger rauszufrömen. Ich habe so einen Dyson drin, ich weiß nie wohin damit mit dem Ding. Ja. Der rutscht ja ewig hin und her. Ja, so einen haben wir auch, so einen Bürstsauger. Ne? Hm. Ja, ist das schön hier am Eingang, hier mit dem Spiegel und dem Licht? Das ist kitschig. Ja, kitschig.
Du bräuchtest es nicht, oder? Nein. Aber ist jetzt drin. Ja. So, unten hast du das Display an der richtigen Stelle. Ja, du bist jetzt Profi, Niesmann und Bischof bauen auch gute Autos, gell? Ja. Natürlich bin ich ein bisschen versaut, weil ich früher amerikanische Wohnmobile hatte. Ne? So, wenn du mir jetzt mal beschreibst, sei mal so lieb, wie das hier riecht, wenn du jetzt hier reinkommst. Das ist so ein ganz interessanter Geruch, oder? Ja, so nach neu halt. Ne? Wie Wohnmobile riechen, ein bisschen Leder, ein bisschen Holz, ne? Ein bisschen Lack. Vielleicht. Ein bisschen Kleber noch, dass man Kleber noch ein bisschen riecht, ja. Ja, genau. Ne? So. Aber das verpflichtet ja dann bald. Ne? Ja, und jetzt, als du jetzt das erste Mal hier warst, und das ist jetzt dein Arbeitsplatz, dein Cockpit, das ist ein Atego, was ist das? Ja, Atego, ja. Ja, just gibt es ja jetzt auch den Actros, ne? Aber das halte ich für ein bisschen sehr viel Motor. Ne? Ja, das stimmt, ja. Aber der ist jetzt natürlich von der Tonnage her, der hat wie viele Tonnen? 14? Was hat der? 15 Tonnen, ne? 15 Tonnen. Ja. Also das reicht, den werden wir nie auslasten, ne? Und ich denke auch als Fahrgestell der Mercedes, der Atego, wunderbar. Dicke. Guck mal hier, die Linie hier von den Möbeln, das ist toll, oder? Ja, das ist ganz gut. Wobei ich so einer bin, ich könnte auch auf diese Chromleiste verzichten. Je schlichter, je besser. Ne? Aber es ist schon durchgehend, du hast keine Griffe dran. Das Reinigen ist wahrscheinlich hier ein Traum, man fährt einfach drüber. Ja, nee, die bauen schon ein tolles Auto. Ne? Ich habe mir auch Konkurrenzprodukte angesehen und hier war der Ausschlag, die Verarbeitung, ne? Das hat mich sofort überzeugt. Ne? So, du fährst ja nicht alleine, du hast noch eine Frau mit dabei, die inspiziert schon mal alles so ein bisschen, die zeigen wir jetzt mal nicht, denn sie hat gesagt, sie will nicht ins Video, aber du hast mir erzählt, du machst mal gerne, ich sag mal so unterwegs, wenn du mal sagst, du willst dich mal ein bisschen hinlegen und da willst du eine etwas breitere Bank haben. Ein Sofa eigentlich, ne? Ich war das so von meinem amerikanischen Wohnmobil gewohnt, ne? Da war ein bequemes Sofa drin, ne? So ein Jackknife, konntest du ausklappen, ne? Konnten auch zwei Leute schlafen. Das fehlt mir hier. Die Bank ist ein bisschen steif, ein bisschen unbequem und ich denke, dass ich mir hier so abklappbare Lehnen installiere. Da vorne, da hinten, die klappe ich raus, sodass man hier noch raus kann, ne? Und dann hast du die nötige Länge auch, ne? Die Lehne nimmt man weg und dann ist das auch so eine Art Sofa dann. Ne? Ist das hier jetzt vom Platz her anders wie im Niesmann? Ja, das Ding ist ein bisschen breiter, ne? Und einen ganzen Meter länger. Ne? Also, du hast dich jetzt für ein Hubbett entschieden. Das kostet ein bisschen Platz, oder? So von der Stehhöhe, oder geht's? Ja, aber da vorne steht man ja selten. Ne? Und das stimmt, da sitzt man eher, ja, oder? Und guckt dann Fernsehen ab und zu mal. Der Fernseher ist schön groß. Ja. Obwohl, wir hatten in dem Niesmann einen kleineren, der hätte mir auch gereicht. Aber schadet ja nichts, ne? Passt ja rein hier, ne? Ja, das Schöne ist, wir haben uns darüber unterhalten, jetzt werden ja viele Leute werden sagen, hey, das ist ja ganz schön viel Geld und so. Aber man hat ja so vom Plot her die Werthaltigkeit von so einem Wohnmobil. Die fahren ja 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre rum. Wenn man dann überlegt, was da in der Zeit schon weggeworfen wird an Autos. Ja. Also wenn du ein Auto kaufst, was nach 4, 5 Jahren dann so das Lebensalter erreicht hat, das hier ist ja eine Anschaffung wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre, oder? Nee, mein Mann nicht. Was? Dein Mann nicht? Wenn du gerade sagst, was hat deine Frau gesagt? Ja, ich fahre sie in der Regel so 5 Jahre. Ne? Okay. Nicht? Und man kriegt hier auch genügend zurück. Ne? Nochmal, ja. Also das ist kein dramatischer Wertverlust. Ne? Du verlierst zwar was, aber es geht halt. Ne? Aber vielleicht ist es auch mein letzter, ich weiß es nicht. Ne? Ja, du bist jetzt 71, das ist so, es gibt ja keine Alten mehr. Wenn du jetzt über praktisch alte Männer sprichst, wie alt sind die dann? 90. Ja, ich will ja 150 werden, ne? Oder 130 so. So, ich zeig mal gerade die Küche. Die ist auch schön groß. Ihr habt euch jetzt hier ein Kochfeld reingemacht. Das ist, was für ein Kochfeld ist das? Ceran? Ja, das ist Ceran und wird über die Batterien gespeist. Ne? Und okay. Ja, ihr habt natürlich auch nicht Lithium eingebaut hier. Ja. Ist genügend Solar auf dem Dach auch. Ne? Und das ist ja eine ewige Krümelfalle gewesen, das Kochfeld mit Gas. Ne? Mhm. Und das hat uns ein bisschen gestört auch in dem Vorgänger, da hast du einfach zu wenig Platz gehabt. Ne? Und hier kannst du doch ein bisschen was zubereiten, obwohl wir selten Essen machen im Wohnmobil. Ne? Da geht ja auch gerne essen. Also ist ja auch so, ich habe jetzt eine Spülmaschine bei mir geordert, weil immer der Kampf ums Spülen, da werden Leute wieder sagen, mein Gott, das ist ja noch Camping. Aber man steht ja hier nicht auf dem Campingplatz oft, sondern man ist ja viel auf Stellplätzen, oder? Ja, die habe ich nicht genommen, die Spülmaschine, ne? Weil
Das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel gewesen. Ne? Aber worauf wir Wert gelegt haben, war die getrennte Toilette und die meisten. Sag mal bitte, mach mal auf bitte, dass man das sieht. Achso, du kannst hier dein Geschäft ganz in Ruhe. Ja, ja, ja. Und man sitzt nicht mitten im Wohnmobil, ne, wenn man sein Geschäft macht. Ne? Und du hast doch trotzdem genügend Platz. Ne? Auch die Ablage am Waschtisch, die reicht aus. Das ist Standard bei den Amerikanern, muss man sagen. Die haben alle getrennte Toiletten. Auch niemand aus Italien würde mitten im Wohnmobil. Das ist, glaube ich, so ein deutsches Ding, dass sich einer reinsetzt und da sein großes Geschäft macht. Ja? Ich finde das furchtbar. Das war für mich ausschlaggebend. Hätte man das nicht angeboten, hätte ich das Auto auch nicht genommen. Das ist für mich wichtig. Ne? Das ist das Komfortbad, heißt das, glaube ich, gell? Ja, ja, ja. So, jetzt gibt es eine Besonderheit bei der Tür, die kannst du zumachen. Du kannst dich noch mal vereinzeln, wenn sich jemand dann fertig macht. Guck mal, oben ist noch zu. Ich weiß nicht, wie es geht hier. Ich habe es noch nie perfekt gemacht. Das erste Mal jetzt. Ja. Wie geht das? Ah, es gibt so einen Trick, man kann hier drauf drücken, da kommt es raus. Guck mal, unten ist ein Knopf. Siehst du es? Ja. Und da kommt das Ding raus. So, und jetzt ist zu. Stark, oder? Ja, klasse. Die Dusche ist auch ein bisschen größer oder ist sie so groß wie bei Niesmann? Ja, die wird voll. Gleiche Größe. Gleiche Größe. Vielleicht ist sie etwas breiter hier, das Gefühl habe ich fast. Ne? Aber absolut okay. Ne? Mhm. Auch der Waschtisch, ne? Das reicht. Ne? Sag mal, jetzt mal eine Frage. Ihr habt ja jetzt hier schon ein großes Bett. Das kann man ja schon sagen. Ja. Jetzt hast du trotzdem ein Hubbett. Das heißt, ihr schlaft auch mal gerne getrennt, oder? Ja, gerne. Ja, ja. Meine Frau behauptet, ich würde schnarchen. Ne? Und, meine auch übrigens. Ja. Bei mir immer so, wenn ich mal ein Glas Rotwein getrunken habe, dann schnarche ich umso mehr. Ja, ja. Sagt meine Frau. Ich merke es ja nie. Das wird wohl so sein. Ne? Nee, aber wir haben völlig oder unterschiedliche Abläufe in der Nacht. Auch ich lese viel, ne? Und mache das Licht an und kann mich ungestört bewegen. Du hörst ja vorne nichts. Ne? Wenn du die Türen zumachst, das ist ja völlig abgeschottet. Ne? Ja. Ja, ja. Was auch stark sind, die große Anzahl an Kleiderschränken. Also meine Frau hat gesagt, ich brauche ganz viele Kleiderschränke. Und da waren immer zu wenig in dem alten drin. Gab immer Streit. Mhm. Und dann das nächste ist Ablage Toilettenmaterial. Das heißt, jeder braucht seinen eigenen Schrank. Ja. Und ich sag mal, auch da gab es Streit. Ja. Ist jetzt genug Platz hier? Ja, absolut. Also unsere reicht das, ne? Was brauchen wir? Ne? Ich brauche einen Rasierapparat, Munddusche muss sein. Ne? Ja. Das kriegen wir da alles bestens unter. Ne? Natürlich haben wir zu Hause mehr Platz. Ne? Da ist der Waschtisch, glaube ich, 4 Meter lang. Ne? Und naja, man ist ja immer noch im Camping, oder? Ja, natürlich. Okay. So, und die schönsten Ziele, die ihr so bei euch im Leben angesteuert habt bisher? Gardasee, habe ich eben gehört. Ja, naja, Spanien gerne. Ne? Und Frankreich bereisen wir auch sehr gerne. Ne? Ich wohne ja in Frankreich. Ja? Ja. Na toll. Also aus welcher Ecke kommst du? Aus Saarbrücken. Das ist so direkt über die Grenze. Wir sind in Lothringen, so 500 Meter hinter der Grenze. Mein Sohn geht in Frankreich zur Schule. So ein bisschen so das französische Flair kriegen wir voll mit und haben es nicht weit an die Côte d'Azur. Ja, ja. Naja, Frankreich ist ein tolles Land. Ne? Mhm. Gibt auch viele Campingplätze und Stellplätze. Ne? Aber was ist denn das Schönste am Camping bei dir? Was würdest du sagen? Das Schönste, dass ich hier einfach zu Hause bin. Ich habe keinen Stress. Ich habe meine Klamotten dabei, eine Mäntel, Jacken, Schuhe, Autos, Fahrräder. Ne? Alles fest installiert quasi. Ja. Ihr könnt losfahren, wenn ihr wollt. Ja, und wir planen ja auch nicht. Wir fahren einfach. Ne? Wir fahren los, ne? Und gucken, wo landen wir. Ne? Und das finde ich so schön. Also der Weg ist auch schon das Ziel im Grunde genommen. Ne? Ist das so, wann kam das bei dir, dass du gesagt hast, ich will raus? Ist das so, als Unternehmer hat man das Wochenende und da will man spontan sein? Das fing schon früh an. Ich musste ja bodenständig sein, weil ich eine recht große Druckerei mir aufgebaut habe und ich konnte nie lange Urlaub machen. Und solange mein Sohn noch nicht schulpflichtig war, da habe ich gedacht, habe ich mit deutschen Wohnmobilen angefangen, ne, und die waren mir dann zu piefig. Und dann bin ich irgendwie mal zu einem Ami reingekommen, ne, und habe dabei festgestellt, dass die überhaupt kein Geld gekostet haben damals, ne, also 1980, 90. Ne, und da hast du für so ein PSRO $67.000 bezahlt und hast eine Luxuskarosse gehabt. Ne, 7,4 Liter Big Block drin, hat natürlich 40 Liter gesoffen auf 100 Kilometer, aber das spielte ja damals keine Rolle. Aber wir konnten reisen, ich habe meine Termine immer auf Montag oder Freitag gelegt und da haben wir immer so Kurztrips gemacht. Das war schön. Und die Amis habe ich hier dann wieder vertickt, ne? Ohne Verlust. Ne? Schön. Jetzt ist das ja so, in Zeiten des Wandels, die Druckerei, du hast es gerade erwähnt, da hat sich ja viel getan die letzten 20 Jahre von bis. Man hat schon viel Stress als Unternehmer. Ist das hier so ein bisschen was man sich gönnt? Ja, vielleicht auch. Ne? Ja. Also ich habe ja dann lange Jahre kein Wohnmobil gehabt, so von 2000 bis
ja halt 2016, ne? Ja. Und, aber das hat mich nie losgelassen. Ich wollte wieder, ne? Und wir wissen genau, das ist das Richtige, ne? Auch wenn man hier irrsinnig Beträge dann hinlegt, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, also das Leben ist endlich, das wissen wir alle. Ja. Und man verbringt ja auch in der Beziehung viel mehr Zeit zusammen, wenn man reist. Das heißt, man sieht viel mehr. Das Schöne sind aber auch so die Bekanntschaften, die man trifft, so auf den Stellplätzen. Ja. Das sind oft Unternehmer, oder? Ja, man lernt viele Leute kennen, ne? Und ich bin da eher der Typ, der Kontakte knüpft, ne? Meine Frau hält sich immer so ein bisschen zu. Meine auch. Die sagt immer, Mensch, musst du jetzt schon wieder die Nachbarn ansprechen, ja? Hast du nicht mal Zeit für mich, sagt sie. Und dann ist aber so, ich gehe raus und dann hast du schon ein Gespräch quasi. Ja, sofort. Sofort, oder? Sofort, ja, ja. Geht so. Ja. Ne? Wenn du als liebes Thema den Kleiderschrank mal aufmachst, da ja. Bin ich mal ganz gespannt, der ist so breit. Ach, das ist irre hier, ne? Beleuchtet. Ja. Guck mal, im nächsten Mal hatten wir einen Kleiderschrank, ne? Ja, ihr habt ja vier, oder? Ganz schmale Bügel gekauft, ne? Und jedes Mal, wenn ich was suchte, ein Hemd oder so, das war ein Akt, ne? Guck, hier ist der erste. Ist der zweite. Ja. Echt? Zeig mal. Ah, noch ein Kleiderschrank. Ja. Es geht weiter hier, guck. Ah, noch ein Kleiderschrank. Ja, hier. Da ist der nächste, das heißt Nummer 3. Ja. Und falls es schön ist. Nummer 4. Auf der anderen Seite nochmal. Also Schränke hast du zur Genüge hier, ne? Ja, aber das ist auch wichtig. Ich meine, man will ja auch viele Dinge mitnehmen. Man weiß ja nicht genau, wie wird das Wetter jetzt unten in Spanien, ja. Wenn man mal runterfährt. Ist Spanien Thema für euch auch mal? Ja, unbedingt. Ne? Also ich möchte, meine Frau hält sich da noch zurück, ne? Die möchte eher nicht fahren, aber ich würde ganz gerne fahren im Januar. Ne? Mhm. Und es geht ja auch. Ne? Ach, Abstand halten ist ja kein Thema im Wohnmobil. Ja. Natürlich gehen wir davon aus, dass wir nicht so häufig essen werden dann in Spanien. Wir werden vielleicht selber was brutzeln. Ich werde mir einen Grill mitnehmen. Ich habe ja einen Außenanschluss mit Gas. Ne? Und dann das Schöne ist natürlich Spanien. Ich habe eben die Temperaturen geguckt. Man spricht im Dezember bei 18 Grad. Ja. 20, wenn man Glück hat, vielleicht auch mal 16. Ich bin ja ein Barfußläufer, ne? Ja. Und ich mache nichts lieber als barfuß rumzurennen. Das kannst du machen im Frühjahr, ne? In Spanien. Ja. Ne? So, wir gehen mal kurz raus. Vielen, vielen Dank erstmal. Ja. Denn das allererste Mal betritt er sein Wohnmobil. Ich bin ganz stolz auf euch beide und ich wünsche euch noch viel Glück und gute Gesundheit. Das kann man ja heute wünschen. Ja, ebenso. Dann, wenn du mal kurz mal mit mir mitkommst, dann stellen wir uns mal nochmal davor, machen die Abmoderation. Da ist er jetzt. So, steigt noch mal kurz aus. Dann stellen wir uns noch mal kurz davor. Heute übrigens, ich guck mal auf die Uhr, heute ist der 26. November 2020. Der Empire Liner. So, wichtig war ja das Auto mitzunehmen auch, oder? Ja, das ist das Entscheidende. Ne? Also nach dem letzten Erlebnis am Gardasee, ne, das war furchtbar, ne? Nur Regen. Ne? Kannst nichts unternehmen. Ne? Ja, drehst du durch. Ne? Also schön, wie so ein Auto ist. Ne? 4 Wochen im Auto hocken, ne? Und wenn man rausgeht, wird man nass. Ne? War ja so. Ne? Das war eigentlich der Punkt, der uns zu der Entscheidung brachte hier. Ne? Ja, bei Klaus Hühnerkopf. Du warst schon mal auf dem Stellplatz von Klaus? Ja, kenne ich auch gut. Ist das gut? Ja, das ist gut. Ne? Okay. Danke dir vielmals. Tschüss. Ja, ja. Tschüss.